Herzlich willkommen beim GAK. Mein Name ist Patrick Haider und ich möchte euch wöchentlich die neuesten Informationen rund um den GAK direkt ins Wohnzimmer liefern. Wir berichten direkt aus dem Office und natürlich auch vom Trainingsplatz, wo unsere Jungs jeden Tag hart arbeiten und sich vorbereiten auf die Spiele in der zweiten Liga. Außerdem analysieren wir Woche für Woche die Tore und Spiele unserer Jungs. Endlich geht's wieder los. Wir starten am Samstag, den 12.09. um 20 Uhr in der Merkur Arena gegen den FC Mohren Dornbirn. Ein paar Infos zum Spiel und zum Gegner auch. FC Mohren Dornbirn hat in der letzten Saison Platz 11 erreicht. Trainer Markus Mader hat die Truppe auch im letzten Jahr gecoacht, ist auch heuer wieder an Bord. FC Dornbirn hat sich mit 5 Neuverpflichtungen verstärkt. Sie haben auch im Sommer eine Kooperation mit Altach gemacht, haben dadurch 2 Spieler zu ihren Gunsten gewinnen können, die sicher mit Qualität ausgestattet sind und der Mannschaft sicher weiterhelfen. Dornbirn haben wir in der letzten Saison auch schon zweimal gehabt. Einmal haben wir auswärts 3:1 verloren gegen Dornbirn. Da haben wir also eh noch eine Rechnung offen. Wir wollen natürlich die Saison mit einem Dreier starten. Ich glaube, unsere Jungs sind motiviert genug und werden auf jeden Fall Vollgas geben, brennen auf den Start und werden am Samstag richtig Gas geben. Und natürlich ganz wichtig ist auch, dass unsere Fans mit an Bord sind und dass wir gemeinsam ein Fußballfest trotz Corona feiern dürfen. Im Sommer hat sich beim GAK einiges getan. Einige Spieler haben den Verein verlassen und wir haben auch am Transfermarkt zugeschlagen, neue Spieler geholt. Wir möchten euch jetzt jeden einzelnen Spieler, der neu zu uns gekommen ist, vorstellen. Der erste Neuzugang, den ich euch präsentieren möchte, ist ein Tormann. Sein Name ist Jakob Meierhofer, ist 22 Jahre alt, hat seine Karriere bei Gössendorf begonnen, hat weitere Stationen gehabt bei JAZ GU Süd, hat sich dann entschieden, den Weg zur Admira zu machen, hat dort 5 Jahre verbracht, ist alle Jugendmannschaften durchlaufen, hat es bis zu den Amateuren geschafft. Anschließend hat er aber gesagt, ich möchte wieder zurück in die Steiermark, ist zu TuS Bad Gleichenberg in der Regionalliga gegangen. Es ist auch ein Angebot aus der zweiten Liga gekommen, was man natürlich als junger Tormann annehmen muss. Ist nach Lafnitz gegangen und hat dort einmal ein Jahr zweite Liga-Erfahrung sammeln dürfen. Ich denke, ist eine super Verstärkung für unsere Roten. Unser nächster Neuzugang, ein junger Steirer, Thomas Fink, 21 Jahre alt, kommt von den Mattersburg Amateuren, hat 1,5 Jahre viel Erfahrung dort sammeln dürfen, ist bestimmt eine Verstärkung für uns, ist ein Mittelfeldspieler im Offensivbereich, hat einen ganz starken linken Fuß. Ich denke, eine super Verstärkung für uns und wir wünschen Ihnen auf jeden Fall alles Gute bei den Roten. Unser nächster Neuzugang, ein nicht unbekannter Spieler im österreichischen Fußball, Stefan Baller, wird bei uns die Nummer 4 tragen, hat einige Stationen in der österreichischen Bundesliga, hat beim WAC gespielt, bei St. Pölten und bei der Admira. Bei der Admira war er unter anderem ein Mannschaftskollege von unserem jetzigen Trainer Gernot Blasenegger. Damals war Stefan Baller ein sehr junger Spieler, hat aber damals schon irrsinnig viel Motivation gehabt und deswegen hat er auch den Sprung in den Profifußball geschafft. Stefan Baller wird uns auf jeden Fall helfen in der Verteidigung, ist ein Außenverteidiger, kann aber auch in der Innenverteidigung spielen und wird unsere Roten in der Defensive auf jeden Fall verstärken. Nächster Neuzugang, den ich euch vorstellen möchte, ist Peter Czernek. Er wird bei unseren Roten die Nummer 28 tragen. Peter Czernek wird uns im Mittelfeld verstärken, im defensiven sowie im offensiven Bereich. Vor 2 Jahren ist er zu Hartberg gewechselt, hat einen nicht so guten Einstand gehabt aufgrund einer Verletzung, ist dann längere Zeit ausgefallen. Die letzten Spiele in der Rückrunde der Bundesliga, die fertig gespielt wurde, hat er seine Einsatzminuten bekommen, hat auch wieder über die volle Laufzeit gespielt. Ich denke, mit seiner Erfahrung sicher eine Bereicherung für die Mannschaft. Unser nächster und letzter Neuzugang ist Peter Zubak, wird bei unseren Roten mit der Nummer 24 auflaufen, hat seine Karriere in Kroatien begonnen, ist 2018 dann nach Österreich gewechselt zum SV Allerheiligen, hat in der Saison in 27 Spielen 10 Tore für Allerheiligen geschossen, hat dann die Chance wahrgenommen und den Schritt in die zweite Liga probiert. Hat es in dem Jahr natürlich etwas schwer gehabt, weil Austria Klagenfurt doch um den Aufstieg mitgespielt hat und die Offensive extrem stark besetzt war. Und er hat aber trotzdem in 27 Spielen 6 Tore geschafft. Und ja, wir freuen uns, dass er beim GAK ist und hoffen, dass er einfach für uns die Tore schießt, die wir brauchen, um erfolgreich zu sein.
Eine ganz eine wichtige Information noch für euch für Samstag. Die Abendkassen sind natürlich ab 16 Uhr für euch geöffnet. Ihr könnt Karten kaufen dort. Wir bieten euch aber vorab, dass ihr eure Karten online kauft. Auf ticket.grazak.at. Der Grund für die ganze Sache ist die Corona-Situation. Jeder Einzelne, der ins Stadion möchte, muss alle Daten bekannt geben. Die Damen an der Abendkasse müssen alles aufnehmen. Das dauert und es kommt dann zu extrem langen Wartezeiten. Dass jeder pünktlich im Stadion ist, bitten wir euch einfach, kauft die Tickets online und helft dem GAK bei dieser gesamten Abwicklung und bei der gesamten Situation. Ja, das war unsere erste Folge rund um den GAK. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Nächste Woche sehen wir uns dann wieder. Es wird in erster Linie um die Analyse des letzten Spiels gehen gegen den FC Dornbirn. Und wir werden uns auf das nächste Spiel, das Auswärtsspiel bei den Young Violets, gemeinsam vorbereiten. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ein sportliches und erfolgreiches Wochenende. Und ich hoffe, wir sehen uns alle gemeinsam am Samstag im Stadion in Liebenau. Danke, eure Nummer 44. GAK, der Grazer Stadtclub.